Und an dieser Stelle hallo und herzlich willkommen zurück bei einer kleinen neuen Runde von 60 Seconds. Wir werden uns wieder ein bisschen verbessern, indem wir jetzt einfach mal auf Normal spielen. Ja, und dann beginnen wir auch schon mal. Ich hatte jetzt wieder darauf verzichtet, Zeug einzusammeln, denn ihr wisst ja, da bin ich richtig beschissen. Aus diesem Grund, fuck it, wir fangen direkt an mit dem Bunker. Und offensichtlich ist Ted, was? Er hat es nicht geschafft, seine Frau zu retten. Das wiederum hätte ich schon geschafft. Shit. Aber naja, gut. Sehen wir es so, wenn Frauchen nicht da ist, ne, dann muss schon einer mal nicht mit futtern. Also, das passt schon. So, hier sind wir also, die drei von uns. Wir sind alle gesund und sicher. Okay. Wir haben also massenhaft Zeug gefunden. Und es ist mal wie immer der beste Shelter. Okay. Aktuell brauchen wir noch gar nichts, denn es läuft ja alles gut. Offensichtlich haben die so ein bisschen Roleplaying gemacht gehabt und haben eine kleine Theatergruppe gegründet, die Thunderdome genannt wurde. Okay. Also ein Skript wurde gemacht für die Performance. Allerdings gab es wohl beinahe einen Kampf darüber. Und wir haben dann entschlossen, also dass wir vielleicht was anderes, einfacheres spielen sollten. Okay. Super, wenn die Stimmung jetzt schon von Anfang an im Arsch ist. Hm. Tag 2. Und wie wir sehen können, die Gasmaske ist nicht da. Was bedeutet, das Ding ist definitiv aufgebraucht, wenn wir Ted rausschicken. Das heißt, wir sollten jetzt ein bisschen länger hier in diesem blöden Bunker bleiben. Okay, sie haben also, ich sehe was, was du nicht siehst, gespielt. Und es war ziemlich lustig, bla bla. Okay, dann geht's gut. Supplies brauchen wir jetzt noch nicht. Wir werden auch definitiv noch niemand rausschicken. Super, also offensichtlich haben wir jetzt schon Probleme mit angeblich geöffneten Suppendosen. Blöderweise haben wir noch nicht mal was gegessen. Und das hat jetzt natürlich Kakerlaken angezogen. Also killen wir einfach mal die Kakerlaken. Das ist jetzt wiederum auch doof, weil wir haben weder eine Axt noch ein Gewehr, um dann etwaige Eindringlinge später zu vertreiben. Das heißt, wir können nur hoffen, dass wir dann demnächst was finden. Water. Water. Ich glaube, ein Tag geht noch. Wobei wir sagen können, wir geben jetzt einfach mal allen was. Wir schicken definitiv noch niemand raus. Es ist noch nicht sicher genug. Okay, warum auch immer die jetzt nach Nevada wollen, weiß ich nicht, aber dort weiß ich definitiv, dass die ersten Atombombentests der Amerikaner, also nicht die ersten, aber dass dort Atombombentests der Amerikaner durchgeführt wurden. Was ja, naja, ihr wisst, was ich meine. Man möchte also offensichtlich nach Toronto gehen, also nach Kanada. Man stellt sich aber die Frage, wie man in ein Boot findet, um dorthin zu gehen. Und man hat gehört, dass es wohl irgendwie der beste Weg ist, um von dort aus nach Europa zu kommen. Ah, okay. Mary Jane geht's gut, Timmy geht's gut und Ted geht's gut. Dann gibt's nix. Wir warten noch immer. Okay, super Sache. Also offensichtlich wollen die jetzt mal ein bisschen Radio hören, das werden wir tun. Und dann kommt hoffentlich gleich mal eine gute Durchsage, die uns sagt, dass die Radioaktivität vielleicht besser ist, aber... ich weiß nicht. Okay, man hat also dann nur ein bisschen Musik gehört. Es ist also ziemlich gut. Draußen hört man noch immer die Musik, das ist toll. Mary Jane ist nicht besorgt. Es geht ihr gut. Timmy ist weiterhin völlig okay. Und Ted geht's auch gut. Ja, dann gibt's heute auch nichts. Wir werden definitiv noch niemand rausschicken. Oh. Mary Jane hat wohl bald Geburtstag und wir sollten ihr dann etwas schenken und dann schenken wir einfach mal die Karten. Ich hoffe, sie freut sich darüber. Mary Jane liebt Karten. Sie hat erst gedacht, dass sie sich ein bisschen mit Solitär beschäftigen kann, aber dann hat sie damit begonnen, Kartenlesen zu fabrizieren, zu praktizieren. Naja, vielleicht findet sie dann dadurch raus, wieso es denn hier jetzt zu diesem Atombombenschlag gekommen ist. Okay.
Timmy würde gerne was trinken, Mary Jane würde gerne was essen, dann geben wir was zu essen, trinken, trinken. Und ich bin der Meinung, wenn man Suppe isst, dann... Was ist jetzt los? Wenn man jetzt Suppe isst, dann bin ich der Meinung, dass man eigentlich genügend Wasser zuführen sollte, oder? Also ich denke schon. Naja. Oh Mann, Ted muss sich langsam mittlerweile wohl mal ein bisschen rasieren. Das sieht ja richtig schlimm aus hier. Überhaupt, was soll der ganze Mist? Jetzt putzt hier doch mal. Da haben die so viel Zeit und dann lassen die hier einfach so den Müll überall rumliegen. Alles ist gammelig. War das schon da? Das war doch bestimmt Timmy, der sich da nachts hingeschlichen hat. Timmy, die kleine Ratte. Gut, gucken wir mal. Okay, offensichtlich soll man sich darum kümmern, dass man irgendwie den Kopf so frei bekommt, um den Realitätssinn nicht zu verlieren. Mary Jane würde gerne was trinken, Timmy würde gerne was essen und Ted auch. Das heißt, Mary Jane kriegt was zu trinken, die kriegen was zu futtern. Wir müssen trotzdem bald jemand rausschicken. Okay, jetzt müssen wir dann doch mal jemanden rausschicken. Denn offensichtlich haben sich auf der Karte, die man untersucht hat, irgendwelche seltsamen Markierungen befunden. Und man denkt dann jetzt, oh, da könnte vielleicht irgendwie was super Tolles versteckt sein. Dementsprechend werden wir einfach mal Ted rausschicken. Wobei das jetzt vielleicht nicht die cleverste Lösung war. Wir hätten vielleicht das Dickerchen rausschicken müssen. Ted ist zurück und hat nichts dabei. Es sieht auch scheiße aus. Offensichtlich gab es da draußen dann nicht wirklich was und der ganze Nachmittag wurde im Endeffekt damit verschwendet, draußen rumzurennen. Allerdings geht's Ted eigentlich ziemlich gut, ihm ist nichts passiert. Allen geht's gut. Ted ist hungry und real tired, dann kriegt er doch einfach mal was zu futtern und dann kann er schlafen. Okay, wir werden definitiv am nächsten Tag wieder jemanden rausschicken und wir werden dann einfach mal Mary Jane rausschicken, es hilft ja nichts. Okay, man denkt also mittlerweile darüber nach in diesem Bunker, da möglichst weit weg von diesem radioaktiv verseuchten Ja-Niemandsland oder Wasteland. Was ist eigentlich die richtige Übersetzung? Wüstenland? Wüstes, also verwüstetes Land? Würde wahrscheinlich besser passen, naja gut. Und zwar hat man gedacht, dass die Roten, also damit sind die Kommunisten gemeint, die Russen, es wohl schaffen würden, so eine tolle Nachbarschaft zu ruinieren. Aber wir hätten es auch auf, also wir hätten es auch selbst geschafft. Der Fluchtpart zumindest, aber nicht der ruinierende Part, okay. Offensichtlich denkt man, dass da draußen jemand sein könnte, der ihnen vielleicht hilft. Und dementsprechend werden wir das Radio jetzt einfach mal benutzen und hoffentlich finden wir ein paar gute Radiomeldungen des Militärs. Gucken wir mal. Tag 9. Inuit. Das, okay, die Regierung lebt wohl immer noch und sie kommen, um sie zu retten. Sie haben allerdings noch keine exakten Zeitpunkte durchgegeben. Aber sie sind, also die Leute im Bunker hier sind jetzt ziemlich sicher, dass sie nicht ewig lang warten lassen werden und sie werden sich also in den nächsten Tagen nochmal melden mit weiteren Instruktionen. Mary Jane geht's gut, Timmy geht's nicht so gut, der braucht Wasser, Ted hat Hunger und braucht Wasser. Na verdammt. Dieser blöde Ted aber auch, wir hätten ihn nicht so rausschicken sollen. Moment, war das jetzt Timmy, der Durst hatte? Genau, Timmy hatte Durst. Geben wir dem kleinen Timmy was zu essen. Und dann schicken wir Mary Jane raus. Die ist ja noch fit. Und dann gucken wir mal, was die draußen findet. Wir bräuchten dringend Nahrung. Mary Jane ist draußen, ansonsten geht's allen ganz gut. Wir werden nichts rationieren und... Man stellt sich weiterhin die Fragen, was im Endeffekt da draußen so losgegangen ist und man möchte deshalb ganz gerne nach ein paar Antworten hören, suchen. Deshalb wurde gesagt, dass man vielleicht hier ein Radio...
anschalten sollte. Und dann hört man, was vielleicht da draußen in dieser neuen, tapferen Welt so vor sich geht. Ich bin gespannt, was da rauskommt. Tag 11. Man hat also ein kleines schwaches Signal bekommen und konnte einen Regierungsnotfallservice erreichen. Und es gab wohl großartige Neuigkeiten. Der Fallout draußen, also der radioaktive Niederschlag und Strahlung, ist hauptsächlich mittlerweile verschwunden. Und es ist jetzt deutlich sicherer, an der Oberfläche herumzureisen. Timmy wiederum ist hungrig und Ted geht's ganz gut. Dann geben wir Timmy was zu essen. Okay, man wundert sich also, was hier irgendwie los ist. Man hat ständig das Gefühl, dass man beobachtet wird. Die ganzen Schränke wurden durchsucht und irgendwas versteckt sich hier. Und man ist sich dann nicht sicher, aber irgendwas lebt hier. Vielleicht ist es irgendein Getier, ein großes Getier, ein Nagergetier. Und man möchte jetzt hier gerne zeigen, dass man hier die dominante Spezies ist und das Teil wohl auslöschen. Ja, dooferweise haben wir keine von den vorgeschlagenen Methoden, daher fällt das mal flach. Und wir müssen gucken, was der nächste Tag mit uns bringt. Ich hoffe, dass jetzt keine riesige Ratte... Da war eine riesige Ratte, die ihnen was weggefuttert hat, wetten wir. Exakt. Ja, shit. Okay, damit haben wir eine Suppe verloren. Das ist wiederum ziemlich blöd, aber was willst du machen? Timmy würde gerne was trinken. Ted würde gerne was essen. Essen. Trinken. Shit, ey, wir sind echt... Es wird, glaube ich, ein bisschen eng. Okay, man macht hier also irgendwie Zukunftspläne und man stellt sich die Frage, ob das Haus irgendwie noch steht und bla blub. Nicht so spannend, also ich weiß nicht, wenn man das irgendwie nochmal spielt, dann... da fehlt dann irgendwie was. Okay, man möchte also später irgendwann mal über die Umsiedlung dann sprechen, aber erst dann, wenn man hier wirklich draußen ist. Timmy geht's gut. Ted... Ted braucht was zu trinken. Was ist denn hier los? Okay, es wurde wohl geplant, dass man zu den Niagara-Fällen geht und sie gerne sehen würde, um diese bedeutungsvollen, nein, nicht bedeutungsvollen, beautiful, also diese wunderschönen Wasserfälle zu sehen. Aber man hat nicht erwartet, dass man hier unten wohl im Bunker einen Wasserfall sehen würde. Das heißt, irgendwo ist ein Leck. Allerdings scheint es so, als wären einige Rohre geplatzt und ja, das Wasser fließt in den Keller. Und man kann nur eine Sache retten und wir werden dann da natürlich das Radio retten. Bleibt uns ja gar keine andere Wahl, der Rest ist jetzt erstmal weg. Mary Jane ist zurück und sie ist sogar gesund, sie hat allerdings jetzt nicht so viel mitgebracht. Wollen wir wetten, dass es... Da ist doch schon wieder was Neues hingemalt worden, seht ihr das? Die Karte sieht nicht mehr so schick aus. Shit, ey. Shit, 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 shit. Na gut, sie hat ein bisschen was zumindest mitgebracht. Wir haben hier unsere ganzen Sachen verloren. Aber wenigstens konnte das Radio gerettet werden, das ist schon mal gut. Sie hat einen Airdrop gefunden und dabei hat sie zwei Dosen gefunden. Und sie war wohl bei irgendwie einer Siedlung von Holzfällern und dort war eine Axt. Die hat sie dann auch noch mitgebracht. Mary Jane ist jetzt ziemlich hungrig, ansonsten geht's allen gut. Wir geben Mary Jane was zu essen und wir müssen trotzdem bald wieder jemand rausschicken. Okay, die Lightbulbs flickern wohl, also die Lichter sind am Flackern und man möchte das jetzt eventuell reparieren und würde dafür gerne den Erste-Hilfe-Kasten nehmen und ganz ehrlich, nein. Der Erste-Hilfe-Kasten ist deutlich zu wichtig, um da irgendwas zu flicken. Da haben wir lieber flackernde Lichter. Gott, sehen wir mittlerweile scheiße aus. Ja, tapfer wurden die Symptome ignoriert und man hat zumindest probiert, eine Stunde Schlaf oder zwei Stunden zu bekommen. Hatten aber kein Glück. Jetzt sind alle irgendwie ziemlich fertig und ja, es kann natürlich sein, dass bald neue Probleme auftreten werden.
Und man hofft, dass im Endeffekt das Gähnen dazu führt, dass man etwaige Plünderer irgendwie vertreiben kann. Mary Jane ist hungrig, jeder hätte ganz gerne was zu trinken. Okay, ist alles kein Problem. Wir haben ja so viel. Und ich würde sagen, dass wir uns dann auch erst... Was? Niemand kann rausgehen, weil alle tot sind? Halb tot? Eine super Sache. Jetzt wollte ich eigentlich gerade hier die Folge unterbrechen und ich werde es auch einfach tun und wir gucken dann einfach mal, wie die nächste Folge wird. Jo, ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Ich wünsche euch was und ciao.